Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valiant Heart. Hier ist Sabine die Cat und wir spielen jetzt wieder weiter mit Anna. Sieben Monate vergingen, während derer sich Anna mit unerschütterlicher Hingabe dafür einsetzte, das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. Jedes gerettete Leben bedeutete einen kleinen Sieg über den Krieg. Doch der Krieg wütete weiter. So, wir gehen jetzt hier nach links und hier ist das erste Sammelobjekt. Schrapnell. Schrapnell, eine Granate, die mit Bleikugeln gefüllt ist. Je nach Einstellung konnte die Granate bei Bodenkontakt oder noch in der Luft explodieren und ihre Kugeln verschießen, um noch mehr Schaden anzurichten. Sehen wir auch schon, hier gibt es einiges zu tun. Neues Tagebuch. Das Blutbad. Die ersten drei Monate des Krieges waren unvorstellbar blutig. Der 22. August 1914 gilt als der verlustreichste Tag des gesamten Konflikts. Auch die Zahl der Schwerverletzten überstieg bei weitem alles, womit die Generalstäbe gerechnet hatten. Das Sanitätswesen der damaligen Zeit war mit einem Konflikt solchen Ausmaßes völlig überfordert. Die Krankenschwestern. Sie sind die Engel des Weltkrieges, Freiwillige, die vom Roten Kreuz oder den Armeen angeworben wurden. Ob an der Front oder in den Krankenhäusern des Hinterlandes. Sie waren Pflegepersonal, Mutter und Vertrauensperson in einem. Ihr Tagesablauf war körperlich und seelisch überaus belastend. Sie tauchen in den Erinnerungen vieler Soldaten auf und für so manchen Sterbenden waren sie die letzte Begleitung. Nach dem Ende des Krieges wurden sie demobilisiert. So, dann gehen wir hier mal rein. Brauchen wir die Säge. Dann gehen wir zu dem Schrank. Das ist das nächste Sammelobjekt. Talgsocken. Socken, die in Talg getaucht und mit Formalin überzogen wurden, waren die effektivste Möglichkeit, die Kälte und Feuchtigkeit abzuwehren und so Frostbeulen und anderen Verletzungen vorzubeugen. Zumindest glaubten die Leute, dass es helfen würde. Egal wie effektiv diese Socken auch waren, der beste Freund des Soldaten war nun mal ein trockenes Paar Socken. Gut, wir nehmen die Säge mit. Gehen wir mal nach rechts. Gut, die Säge lassen wir hier. Das Glas, die Flasche besser gesagt, stellen wir hier hin. Nehmen aber die Säge gleich mit. Hier ist das nächste Sammelobjekt. Feldgeschirr mit Löchern. Beide Teller dieses Feldgeschirrs weisen Löcher auf. Vielleicht nicht mehr sehr nützlich, um noch etwas zu essen, aber scheinbar lebensrettend für einen Soldaten.
Das Feldgeschirr wurde auf Nierenhöhe getragen. Als die Granate explodierte, hat das Feldgeschirr das kochend heiße Schrapnell gebremst und dem Soldaten das Leben gerettet. Das Feldgeschirr wurde mit Rauch geschwärzt, damit es in der Sonne nicht glänzte. So, als erstes ziehen wir hier dran. Dann gehen wir nach links. Sägen den Baum um. Und das nächste Sammelobjekt. Krankenschwesterhandbuch. Die Kriegsbemühungen forderten plötzlich ein größeres medizinisches Korps und es gab nicht genügend qualifiziertes Personal. Daher wurden Handbücher verfasst und verteilt, um Freiwillige auszubilden. Die Handbücher boten viele praktische Lösungen für logistische und medizinische Probleme an der Front, etwa zum Herstellen einer Krankentrage oder Beinschiene mit Hilfe von Gewehren und ihren Gurten. So, den Schal lasse ich hier mal liegen. Okay, kann ich nicht liegen lassen? Müssen wir mit reinnehmen. Nehmen wir das Wasser. Das überbringen wir dem Herrn. Gehen wir nach rechts. Gehen gleich mal unter die Brücke. Hier ist das nächste Sammelobjekt. Brief eines preußischen Soldaten. 6. September 1914. Meine liebe Tochter, wir rücken zügig durch Frankreich vor. Die Landschaft ist wunderschön. Ich würde das lieber mit dir genießen, als hier Menschen zu töten. Ich denke die ganze Zeit an dich. Dein Vater, Wolfgang. Ich gehe jetzt einmal ganz nach rechts. Das Kreuz nehme ich dann beim Zurückgehen mit, weil da ist das letzte Sammelobjekt. Läusekamm. In ihren Aufzeichnungen berichten die Soldaten oft, dass sie den Krieg gegen die Läuse und Ratten in den Gräben verloren hätten. Abgesehen von Läusepulver war das einzige Mittel gegen Läuse dieser feine Metallkamm. Wenn Soldaten hinter die eigenen Linien zurückbeordert wurden, schrubbten sie sich mit heißem Wasser ab und kochten ihre Kleidung oder bekamen direkt eine neue Uniform. Jetzt nehmen wir das Kreuz mit. Dafür bekommen wir die Schaufel. Jetzt laufen wir wieder zurück. Die Schaufel übergeben wir dem Soldaten, der eine Krücke braucht. Gehen wir wieder rein ins Zelt und holen den Schal. Jetzt müssen wir unter die Brücke. Danke.
Die französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Papa! Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen. Das tödliche Gas war ihr zuvorgekommen. An dieser Stelle bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!